Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ganz viele kleine Telefonschnipsel in, schön servierten Scheibchen portioniert. Ja, wir haben heute wieder unter anderem die Cochonis-Pillen-Firma am Telefon und auch jede Menge mit Trading zu tun. Es wird heute wieder definitiv ein kleines bisschen verrückter. Man kennt es ja nicht anders. Es wird eigentlich von Anruf zu Anruf immer ein kleines bisschen unterirdischer. Und die Betrüger geben trotzdem nicht auf. Scheinbar scheint das Geschäft mehr zu brummen als bisher. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geben die Betrüger nicht auf und wir tun das auch nicht. Und von dem her wünsche ich euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln und jede Menge gute Unterhaltung sowie Aufklärung. Ja, Russisch verstehe ich nicht. Ja, hallo, sorry. Ja, was denn? Ja. Ja, ich verstehe bloß, dass das komplett ein Fake-Name ist und alles. Ich muss trotzdem, das ist so für das System wichtig, dass ich das mal anrufe, ja. Ich verstehe, so. Sie möchten vielleicht irgendwie anlügen und ich erkenne auch sogar Ihre Stimme. Ich kann vielleicht oder wen auch immer Sie kennen, einen schönen Gruß ausrichten. Sagen Sie Marco, Carlos, wir können grüßen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis nächstes Mal bitte einen besseren Namen ausdenken, ja? Ja, na klar. Auf Wiedersehen, ciao. Tschüss. Tja, der Anrufer war leider ein bisschen schlecht zu verstehen. Auf jeden Fall hat er hier geschildert, dass er mich an meiner Stimme erkannt hat und wahrscheinlich auch schon an meinem Fake-Namen. Ja, und dass er halt eben anrufen muss, weil das Telefon automatisch bei ihm wählt, hat er ja so bestätigt, wie wir das in der Vergangenheit immer vermutet haben. Da ploppt halt einfach der Datensatz auf und die müssen dann halt mit einem erstmal irgendwie sprechen. Beziehungsweise einfach dann auflegen, wenn sie merken, dass da ein Fake-Datensatz drin ist. Der hat sich hier relativ höflich gelöst. Tja, ein Betrügerunternehmen ist es trotzdem, von dem aus er anruft, denn er hat ja keine Anruferlaubnis. Ja, guten Tag. Hallo? Ja, hallo. Mit wem spreche ich denn? Mit dem, den Sie angerufen haben. Sie sind sehr spitzig. Finde ich auch. Okay. Ich finde das sehr lustig bei Ihnen. Ich habe deinen YouTube-Kanal gesehen, du hast überhaupt kein Witzenmäßigkeit. Ja? Genau, du verstehst keinen Humor. Nee. Ja, natürlich. Also, ich wollte mal sagen, du bist einfach ein Arschloch. Danke. Und verpiss dich einfach. Nee, ich mach weiter. Tschüss. Bis später. Es wird immer interessanter. Wie gesagt, man wird tatsächlich das eine oder andere Mal mittlerweile erkannt. Aber auch kein Wunder, wir machen ja den ganzen Bums hier schon über ein Jahr. Es ist einfach nur verrückt und wahnsinnig. In dem Hintergrund von diesem Callcenter ist es absolut laut, man hört die Frauen da lachen und der Betrüger, den wir an der Strippe haben, der erkennt mich an meiner Stimme, so wie er zumindest sagt. Das jetzt wirklich direkt daran gelegen hat, dass er mich daran erkannt hat, ich weiß es nicht genau. Vielleicht war es auch einfach der Name schon im System, dass der bekannt war. Aber schon irgendwie interessant, wie die damit umgehen, wenn sie wissen, dass das Scambaiter am Telefon sind. Tja, im Beleidigen sind sie alle super. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit der Stickense? Stinkense. Stickense. Ja. Ja. Es tut mir leid. Mein Name ist Thomas Becker von der Deutsche Group und ich verstehe, dass Sie haben angemeldet bei uns. Ist das richtig? Wissen Sie nicht, ob das richtig ist? Nochmal bitte? Sie wissen selber nicht, ob das richtig ist. Okay. Ich rufe Sie an, um Ihr Konto zu aktivieren. Und davor muss ich Ihnen kurz ein paar Fragen stellen vor der Verifizierung. Ist das in Ordnung? Zwei, drei Fragen, das alles. Na dann. Wie alt sind Sie? 28. Ich bin gerade erst jünger geworden. Ah, so. Und was machen Sie beruflich? Beruflich? Ja. Oh, das wollen Sie nicht wissen. Nochmal? Das wollen Sie nicht wissen. Alles klar. Und haben Sie schon Erfahrung mit Kryptowährungen? Nee. Und mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Weiß ich nicht. Was muss man denn? Wie viel? Was muss man denn? Höchst interessant. Tja, also, auf wie viel ich einzahlen soll, hat er dann nicht mehr reagiert und einfach das Gespräch beendet und aufgelegt.
Ich weiß es nicht. Also er konnte ja jetzt irgendwie Deutsch. Zumindest besser als die meisten Betrüger. Auch wenn der hier definitiv nicht deutscher Abstammung war und der Name, ja, absolut nicht zu seiner Stimme gepasst hat und zu seinem Akzent. Ja, aber was soll denn das jetzt hier genau werden? Ich weiß es nicht. Der hat jetzt nicht so gewirkt, als wäre dem aufgefallen, dass ich ein Scambaiter bin, wobei er den Namen ja schon nicht vorlesen konnte. Stinke-Zeh. Tja, das ist ihm an der Stelle scheinbar noch nicht aufgefallen. Er hat ja weitergemacht. Ja, und dann waren die Fragen wohl nicht gut genug. Ich weiß es nicht. Die stellen sich wohl immer irgendwie vor, dass man schon alles wissen muss. Ich meine, ja, wenn die sich das so vorstellen, ist das ja vom Prinzip her nicht verkehrt. Wenn viele Opfer Fragen stellen, dann werden ja die wohl direkt abgewürgt am Telefon. Tja, ist auf jeden Fall ein Indiz dafür wieder, dass die schon richtig Angst haben müssen vor uns, wenn die einfach mitten im Gespräch abbrechen und auflegen. Machen wir mal weiter. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hey, ich habe doch gesagt, such dir einen besseren Namen aus und nicht guter Stinkezähl. Was soll das? Ja, funktioniert doch, ruf's doch an. Ja, nein, ich ruf an, ich habe extra angerufen, um dir zu sagen, bitte such dir doch einen geileren Namen aus. Nimm doch keine Ahnung, keine Ahnung so. Na, wir haben zum Beispiel noch in der Liste Homer XOL oder Felix Flitzekacke. Oder... Ne, Flitzekacke ist schon ein bisschen. Aber Homer, ja. Homer's XOL. Das könnte man nehmen, da würde ich auch nochmal anrufen und sagen, das ist schon nice, aber das muss irgendwas so Unanbares sein, weißt du, also wo man anruft und nicht direkt Gerold Steiner hatten wir auch schon, aber ist ja langweilig. Gerold Steiner zum Beispiel, das mögen die nicht, ja, aber Gerold Steiner kennt ja halt so keiner. Ja, aber was das Lustige ist, wenn die Betrüger alle anrufen, die meisten können ja gar kein Deutsch und also die lesen ja nur ab. Und die lehnen dann immer so richtig schön den Namen vor. Wenn du da so Schwingtitte im Video hast, da liegen die Leute am Boden. Ja, und das, ich verstehe das, aber zum Beispiel, ich bin eher der Fan so von so Low-Key-Fake-Namen. So. Also so, man merkt, also wenn man Ahnung davon hat, so, man merkt, dass es ein Fake-Name ist, so, aber nur, wenn man Ahnung davon hat. Ansonsten so, keine Ahnung, so zum Beispiel... was geil war, der Marco, also Alex hatte mal Herr. Also man ruft dann an und sagt Herr. Na, aber der Herr ist ja eigentlich von wem anders. Das ist ja auch von Callcenter-Fan. Ah, okay, keine Ahnung. Hat der Marco gewitzt. Ah, okay, das wusste ich ja nicht. Aber das fand ich gut zum Beispiel. Ja. Dann fand ich auch noch einen gut und zwar, das war, glaube ich, irgendwas mit, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber das war irgendwas auch sehr Nices. Und ja, so, das Ding ist halt, ich arbeite jetzt hier auch und die fallen da halt nicht mehr drauf rein, ja? Die fallen nicht mehr drauf rein, so? Die fallen nicht drauf rein und sag halt so, ey, ist halt offensichtlich. Und, aber es ist trotzdem lustig. Es ist trotzdem lustig und ich weiß auch, was ihr macht, also, jetzt no joke, jetzt wirklich. Ich höre mir das regelmäßig an. Wirklich jetzt. Also zumindest von Isaac, von Marco. Ja, das ist cool. Das höre ich mir regelmäßig an. Und das eine Mal habe ich zum Beispiel frei gehabt und liege so im Bett und sehe so Markus online. Ich gehe so rein und das Erste, was ich höre, ist einfach eine Stimme. Und das ist einfach mein Kollege, mit dem ich zusammenarbeite einfach. Ich feiere das schon und ihr habt schon recht, aber so, ja. Na gut. Okay. Ich denke, ich wünsche Ihnen alles Gute. Alles klar. Bis dann. Bis später. Ist schon Wahnsinn. Also der hat uns definitiv erkannt. Schade, dass das Gespräch bzw. die Audioqualität von dem Gespräch nicht so besonders pralle war. Das war tatsächlich leider so bei diesem Callcenter. Ich kann es leider nicht verändern. Ja, also zumindest nicht noch mehr verbessern, als ich so schon dran rumbastel, dass man die Hintergrundgeräusche nicht mehr so hört. Aber interessant, dass er, ja, die anderen YouTube-Kanäle ja wohl auch schon kennt. Den Marco, der wird von ihm auf jeden Fall geschaut. Den wird er wohl schon des Öfteren am Telefon gehabt haben. Immer wieder interessant, wo die Betrüger überall so rumkommen. Und dass sie eigentlich wissen, dass das Ganze Blödsinn ist. Naja, aber der hat sich ja mal nett mit uns unterhalten. Muss auch mal vorkommen. Aber das kann tatsächlich dann auch ein deutsches Callcenter sein, dass der nicht unbedingt aus dem Ausland anruft.
Sowas gibt's leider auch, dass die Betrüger gar nicht mal so weit weg von uns sitzen. Denn Callcenter gibt's in Deutschland zu Genüge. Zwar nicht so viele Kriminelle, aber auch die sind mit dabei. Tja, und in irgendeinem wird er wohl davon gesessen haben. Aber interessant, dass er sich mit uns mal eine Runde privat unterhalten hat. Tja, die Audioqualität hätte ich mir jetzt hier natürlich ein bisschen besser für gewünscht. Aber naja, aufgrund des Inhalts habe ich's mal drin gelassen. Denn verrückter geht's eigentlich kaum noch. Jedes Mal schaffen wir das tatsächlich, ein kleines bisschen weiter zu toppen. Schönen guten Tag. Hallo, grüße Sie. Ja, Lukas ist mein Name. Also, rede ich mit Herr Stinkesee? Stinkesee, richtig. Stinkesee. Okay, also ich rufe Sie an von Express Trade, Online-Handel-Plattform. Also, Sie hatten Interesse mit Online-Handeln, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte mich eigentlich nur mal ein bisschen unterhalten. Wie nochmal? Ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen unterhalten. Unterhalten? Was meinen Sie? Na, wie viel Umsatz ihr da so macht, ob sich das lohnt und wo man sich da bewerben kann. Können Sie... Ihr scheint ja da ganz gut zu verdienen. Das kann man ja mal eine Bewerbung reinreichen und mitmachen. Ist ja schlau, den Leuten da was vom Pferd zu erzählen und dann einfach mit der Kohle abzuhauen. So eine geile Idee. Schade, schade, schade. Dem Betrüger hat unser, ja, besonderes Angebot wohl nicht so zugesagt. Ich habe ihm ja hier nur angeboten, dass ich vielleicht mich mal bewerbe in seiner Firma und ein bisschen mitspiele. Und da hat er einfach aufgelegt. Ich weiß es nicht. Da bietet man sich jetzt hier schon als Arbeitskraft an. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auf dem Fachgebiet gut genug aus, dass wir da arbeiten könnten. Die Skripte, die hat man ja irgendwann schon alleine durchs Zuhören aus dem Gedächtnis. Einfach nur Wahnsinn. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Ja, hallo. Guten Tag. Ja, guten Tag. Das ist Lerner Krüger, Account Manager von Arctic Kit. Und Herr Peter, glaube ich. Okay. Sind Sie an Online-Trading interessiert? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Naja, so meine ich auch. Weil Sie Ihren Namen als Peter Zappelfe eingegeben haben. Ja. Okay. Aber funktioniert also, trotzdem. Ruft immer wieder einer an. Entschuldigung? Ich sage, es funktioniert. Also eure Leitung ist furchtbar. Ist immer euer Callcenter. Ihr habt eine ganz, ganz viel Leitung. Ihr müsst mal euren Router neu starten. Ah, naja, vielleicht. Das ist eine neue IP-Linie. Also, Herr Peter, kann ich Ihnen helfen? Etwas, ja, nicht mit Audioqualität. Da brauchen wir eine bessere Audioqualität. Da müssen wir mal den Router neu starten. Das ist immer nur bei eurem Callcenter. Und aber auch nur heute. Gestern war das noch besser. Etwas noch? Nö, nee, weiter nix. Okay. Schönen Tag dann. Tschüss. Jo, tüdelü. In der Tat, also das ist mir an diesem Tag extrem aufgefallen, dass bei diesem Callcenter, also alle Gespräche sich genau so angehört haben. Tja, da kann man immer nur hoffen, dass genau deswegen da wenigstens auch weniger Leute einzahlen, wenn die Audioqualität von ja allen Telefonleitungen so abgehackt ist. Das hat oftmals einfach damit zu tun, dass viel zu viele Leute da an dieser Telefonleitung sitzen, beziehungsweise an der einen Internetleitung. Man telefoniert ja mittlerweile nicht mehr mit dem Telefon separat, sondern es geht vom Datenvolumen runter, also von der gebuchten Leitung. Und wenn da 100 Mbit zum Beispiel gebucht sind als Upload, dann kann man da eben auch nur entsprechend viele Mitarbeiter ransetzen. Sitzen da zu viele dran, dann quetschen sich einfach viel zu viele Daten durch das Nadelöhr. Tja, man schafft's halt eben nicht gleichzeitig mehr abzuladen. Und dann entstehen eben diese Gesprächsaussetzer, so dass eben bei jedem irgendwo was fehlt. Tja, kann man sich immer nur, ja, darüber, das, also man kann sich wirklich nur hoffen, dass da alleine deswegen alle aufgelegt haben an dem Tag. Tja, wenn das immer die Betrüger-Callcenter hätten, wäre das natürlich praktisch. Dann könnte man sie direkt erkennen. Ist schon Wahnsinn. Wie wenig Mühe die sich eigentlich bei ihrer Technik geben. Tja, es liegt einfach daran, dass wenn die Polizei da mal einreitet, dass die, ja, halt einfach nur Schrotttechnik da stehen haben und nicht irgendwelche Luxusprodukte, die ihr für zu Hause kaufen würdet. Sowas sollte da in den Callcentern nicht rumstehen. Damit, wenn die Behörden alles beschlagnahmen, das nicht wenigstens so viel Geld gekostet hat. Schon irgendwie Wahnsinn, dass sich das jedes Mal auch an der Gesprächsqualität extrem bemerkbar macht. Aber gut, schauen wir mal beim nächsten rein. Guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Fusselhen? Ja. Sehr angenehm, mein Name ist Sarah Mayer. Ich rufe Sie vom Global Financial Marketing Team an. Ja, aber Ihre Verbindung ist ganz schlecht. Hören Sie mich ganz schlecht? Vielleicht ja. Kann ich ein bisschen lauter sprechen, ist es besser? Nee, die Verbindung ist kaputt. Okay, super. Also ich rufe Sie vom Global Financial Marketing Team an. Aber ich verstehe Sie kaum. Die Verbindung ist ganz schlecht. Ja, ich rufe Sie vom Global Financial Marketing Team an. Sie haben sich bei uns angemeldet, um einen Trading- und Investment-Account zu eröffnen. Ja, das war vor 2 Stunden. So, deswegen rufe ich Sie an. Ja, ich bin Ihre Account-Managerin und ich würde Ihnen gerne mehr Informationen geben. Aber ich habe kein Wort verstanden. Es geht um Trading-Account, Trading, Investment. Ja, aber dann müssen Sie mal irgendwie nochmal anrufen, weil, wie gesagt, die Leitung ist im Arsch. Die Verbindung ist schlecht oder man kann nicht anrufen. Genau. Die Verbindung ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay, vielleicht kann ich Sie per WhatsApp schreiben. Haben Sie WhatsApp unter diesem Nummer? Einfach nochmal anrufen und nochmal probieren. Okay, warten Sie kurz, einen Moment. Tja, und dann hat sie es tatsächlich noch einmal probiert. Ja. Ja, ich höre ziemlich gut. Nee, also Ihre Verbindung vom Callcenter ist ganz furchtbar. Da ist irgendwas mit Ihrem Router nicht in Ordnung. Sie müssen Ihren Router einmal neu starten. Ja, entschuldige bitte, aber die Verbindung ist schlecht. Hey, ja. Da müssen Sie nochmal anrufen, wenn Sie mal Ihr Internet neu gestartet haben. Der absolute Oberhammer. Da ruft die tatsächlich nochmal mit genauso einer unterirdischen Verbindung an wie vorher. Tja. Das ist wieder der Beweis dafür, dass wir wieder in dem gleichen Callcenter sind, mit der ganz, ganz furchtbaren Telefonleitung, die einfach nicht vernünftig funktioniert. Ich find's schon irgendwie Wahnsinn. Tja, das kommt davon, wenn man zu gierig ist und zu viele Leute ans Telefon setzt oder zu viele Leute gleichzeitig ans Telefon setzt. Dann ist halt die Internetleitung irgendwann voll, wenn man nur eine hat. Tja, und dass die Betrüger halt nicht so gerne Geld ausgeben, das wissen wir ja nun bereits. Das hört man eigentlich in allen Videos, weil die Qualität ist ja immer irgendwie unterirdisch. Ganz, ganz selten hört man da mal qualitativ hochwertige Mikrofone. Aber die war ja wirklich mal wieder eine absolute Schande. Man erzählt ihr schon, dass die Verbindung ganz furchtbar ist und sie macht einfach weiter. Es interessiert sie nicht, bis sie es dann irgendwann mal begriffen hat, dass man sie eh nicht versteht. Und dann ruft sie nochmal an und das Gespräch ist wieder genauso furchtbar wie vorher. Schon interessant, dass das überhaupt funktioniert. Ich hoffe, dass die definitiv an dem Tag nichts verkauft haben. Tja, ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, wenn die Internetleitung auf unserer Seite ist. Guten Tag. Also Sie sind so leise, man kann Sie gar nicht hören. Hören Sie mich jetzt besser, oder? Nee, das ist sehr leise dabei. Schlecht okay, eingestellt. Ich rufe gleich zurück. Moment, bitte. Tja, in der Nachbearbeitung hat man ihn hier definitiv wieder besser gehört als im Originalgespräch. Habe ich euch ja schon öfters mal erzählt, dass ich die Hintergrundgeräusche rausfilter und dabei kriege ich die Anrufer auf der anderen Seite auch ein kleines bisschen lauter hin. Aber der war bei mir in der Telefonleitung so extrem leise, dass ich ihn nicht verstanden habe. Aber er hat sich direkt nochmal gemeldet. Ja, bitteschön. Ja, hallo. Können Sie mich hören? Nee. Bitte? Ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay, ich versuche dann später wieder. Alles klar. Tja, durch die Nachbearbeitung habt ihr den jetzt hier wieder besser verstanden als ich am Telefon zum Zeitpunkt des Telefonierens. Die Firma hat sich dann später nochmal gemeldet. Aber zuerst habe ich euch mal wieder eine Trading-Abzocke zwischengeschoben. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Knusprig, ja? Knusprig ist am Apparat. Okay, wie geht es Ihnen, Herr Knusprig? Ganz entzückend. Okay, gestern haben wir miteinander gesprochen. Erinnern Sie das? Nee, worum ging es denn da? Also, wir haben über Online-Handel gesprochen. Aha. Wir haben Interesse gewusst am Finanzmarkt zu haben. Okay. Ja? Was haben wir denn gestern besprochen? Über dieses Thema haben wir gesprochen. Okay. Und da heute oben habe Sie ich, heute an. Habe ich, ja. Ja. Heute habe ich angerufen, weil das, was ist Ihre Entscheidung?
Ich frage ihn das natürlich. Aktivieren wir Handelskonto? Ja. Genau, ich sage ja und die nette Dame legt dann auf. Also dann verstehe ich tatsächlich den Grund ihres Anrufs in keinster Weise. Denn sie hat ja eigentlich auf das Ja gewartet. Oder kann man da was anderes verstanden haben als Ja? Ich weiß es nicht. Es ist immer verrückt, wenn diese netten Trading-Betrüger anrufen. Dass da wenig Sinn bei ist, das haben wir ja nur schon des Öfteren mitbekommen. Aber so wenig Sinn, dass man, obwohl man genauso antwortet, wie die es eigentlich brauchen, dann trotzdem auflegen. Tja. Also da bin ich dann auch ratlos. Ja, bitte. Hallo, schönen Tag, Herr Schauke Bimmel. Philipp Meyer ist immer verraten. Schon gestorben, was ist ein Werbunganruf wegen Bitcoin? Haben Sie Interesse daran? Nein. Von welcher Firma? EU Finance. Was ist denn das? Was macht man denn da? Das ist nur ein kleines Unternehmen. Ne? Also wie vorhin gefragt, haben Sie Interesse darüber? Nein. Denke ich nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte bloß ein bisschen eure Zeit verplempern. Okay, keine Sorge. Das war die Frage. Bedanke mich, Walter, ja? Ja, bis nächstes Mal. Kurz und knackig liegt ja die Kürze in der Würze. Oder wie man noch immer so schön sagt. Tja, er hat's dann doch ziemlich schnell aufgegeben. Mal einen Betrüger, der zuhört und das so hinnimmt, dass man ja eigentlich nur seine Zeit ein bisschen verplempern wollte. Normalerweise hätte ich jetzt hier eine Beleidigung erwartet. Tja, aber es gibt auch mal die Betrüger, die sich ein bisschen in Kontinence üben. Ja, guten Tag. Hallo, vielen Dank für die Störung, Herr Carsten. Wir haben uns schon mal telefoniert. Auf diese Frage, ist Ihr Name Brief? Ja. Also Ihr Vorname Brief und Ihr Familienname ist Carsten, richtig? Ja. Okay, weil vor kurzem wird die Bestellung jetzt, im Moment die Bestellung ist vorbereitet und jetzt im Moment wird es verschickt. Sie erhalten jetzt eine SMS mit Bestätigung, okay? Prima. Gut, danke für die Erklärung. Vielen Dank für die Störung. Okay. Tschüss. Gut, tschüss. Ja, das war wieder die Webseite mit den Kochonis-Pillen. Tja, also mit den potenzsteigernden Mitteln, die man da kaufen kann. Diese komischen Placebos, was auch immer da drin ist. Er hat ja gerade eine SMS versprochen. Die hört ihr jetzt. Guten Tag. Sehr geehrter Kunde, Ihre Bestellung wird von unserer Logistik bearbeitet. Erwarten Sie eine Nachricht vom Kurier. Danke. Ja, das war also keine SMS, sondern einfach nur ein Anrufautomat, der, tja, mich vollgelabert hat. Weiß ich auch nicht. Die kennen sich mit ihrer eigenen Technik nicht aus. Aber interessant, dass da jedes Mal so ein Anruf von denen kommt. Das haben wir ja jetzt hier tatsächlich des Öfteren schon mal gehört in den Videos. Ja, weil es genau so ist und genau so bei denen abläuft. Einfach nur der blanke Wahnsinn. Die verschicken ihre komischen Schwanzpillen mit potenzsteigernden Mitteln mit den besten Werbeversprechen auf der Webseite. Nachdem man sich bei denen auf der Webseite eingetragen hat und denkt, man bestellt das Ganze online, klingelt direkt das Telefon. Und man hat diese Leute zum Teil am Telefon. Aber dass der sich über den Namen, also als vermeintlich Deutschsprechender, der war ja nun ein Deutscher als die anderen Frauen, die da immer ans Telefon gehen, dass der sich über den Namen Brief mit dem Nachnamen Carsten nicht gewundert hat. Tja, er hat sich ja scheinbar gewundert, aber es war ja denn wohl in Ordnung, nachdem wir dann kurz miteinander gesprochen haben. War ja dann alles für ihn tutti und er hat die Bestellung fertig gemacht. Tja, ich habe leider nicht mitgezählt. Wie viele Packungen die schon umsonst verschickt haben. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Peter Zauberer? Ja. Freut mich. Mein Name ist Sascha Tali, die Firma Chadwick Trade. Und ich hoffe, Sie sind glücklich Ihre Anmeldung mit Tesla Coin. Das haben Sie heute gemacht, stimmt das? So, nach dieser Anmeldung habe ich automatisch ein Handelskonto bekommen. Schön. Und ich bin da, um Ihnen zu helfen, bis Ende dieses Konto zu aktivieren und dann Sie mit dem Berater zu verbinden. Okay. Okay. Auf los geht's los. Auf die Plätze, fertig, los. Was meinen Sie? Na, auf los geht's los. Hopp, hopp. Husch, husch. Okay. Sind Sie jetzt am Handy oder benutzen Sie einen Rechner? Advent, Advent. Mein Stiftlein brennt. Hallo, danke, sind Sie noch am Apparat? Sie waren gerade irgendwie nicht so jetzt zu verstehen. Ich gebe SMS ein gerades Link zu Ihrem Handelskonto. Ja. Stellen Sie mich bitte auf den Lautsprecher. Nee.
Ich mag nicht Leute auf einen Lautsprecher stellen. Dann sind sie ja so laut. So, jetzt habe ich diesen E-Mail schon abgeschickt. Gucken Sie bitte mal. Ja. Wohin soll ich gucken? Das ist ganz normale E-Mail-Sache, ich habe sie. Eine was? Eine SMS-Nachricht auf diese Telefonnummer. Ach so, haben Sie dann meine Festnetznummer geschickt. Da muss ich mich doch erst einloggen im Login-Portal, um das zu sehen. Hallo? Junger Mann? Sind Sie noch dran? 1, 2, 3, Viereckstein. Alles muss versteckt sein. Keiner geht ran. Ruf doch mal an. Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Ganz schön schwierig. Warum sagen Sie nichts mehr? Sie sind so leise. Ja, dann lege ich jetzt auf. Wiedersehen. Ja, und da war die nette Betrügerin auf einmal verschwunden. Warum, hat sie uns nicht verraten. Sie war dann einfach weg und blieb dann auch aus. Ich weiß es nicht, warum die denn sich überhaupt die Mühe gemacht hat. Tja, ich dachte, sie wollte mir helfen. Dass das Ganze nur Betrug ist, hat sie aber vergessen zu erwähnen. Denn eigentlich ging's in diesem Telefonat ja wie immer um die Trading-Abzocke. Am Finanzmarkt, wo man angeblich mithandeln kann und man dafür 250 Euro einzahlen soll. Naja, dass 250 Euro auf dem Finanzmarkt jetzt nicht wirklich viel Geld sind und man da auch nicht wirklich Gewinne erwarten kann, sollte eigentlich klar sein. Nur was an diesen Firmen halt viel ekliger ist, die stecken sich die Kohle einfach in die eigene Tasche und handeln da gar nicht für euch. Danach, wenn ihr eingezahlt habt, dauert es nicht lange und die Webseite ist einfach offline. Ja, bitte. Grüß Gott, spreche ich mit Herrn Thomas Exwell? Hm. Okay, super, ich freue mich, dass ich Sie erreiche. Daniel Schelter am Apparat, ich begrüße Sie. Herr Exwell, also Sie haben Interesse heute an dem Kryptohandel gezeigt und Sie haben sich bei uns registriert. Herzlich willkommen bei uns. Haben Sie Fragen an mich, oder? Wann denn? Wie bitte? Wann habe ich mich denn registriert? Für den Kryptohandel. Also Sie Wann? Sind bei uns heute Morgen um 4 oder 5 Uhr Vormittag steht bei mir. 4 oder 5 Uhr Vormittag? Ja. Aha. Da hat die Firma die Daten aufgekauft. Da habe ich mich nicht angemeldet. Doch, Sie haben auch eine E-Mail-Adresse eingetragen. commerce.exwell@mdfufu.puffel. Aber ich glaube, diese E-Mail-Adresse existiert nicht. Ich habe vor ein paar Stunden versucht, Ihnen eine Nachricht per Mail zu senden, aber es hat absolut nicht funktioniert. Könnte daran liegen, dass ich um die Uhrzeit noch geschlafen habe. Keine Augenblick, ich werde mich nochmal in meinem System einloggen. Da steht, dass Sie vor 17 Stunden online waren. Also das heißt, Sie haben das Handelskonto also wann erstellt? Also um 6 oder 7 Uhr Nachmittag. Könnten Sie sich nicht daran erinnern, oder? Hallo? Ich bin eine Biene. Wie gesagt, also laut dem System haben Sie sich bei uns für den Kryptohandel registriert. Und Sie hatten Interesse in diesem Geschäft gezeigt. Hallo? Hallöchen. Ja, also wann werden wir Ihr Handelskonto aktivieren, Herr Exwell? Ich denke gar nicht, weil ihr Kriminelle seid. Was heißt Kriminelle seid? Also Sie haben sich selbst bei uns angemeldet, Sie haben selbst Ihre Daten eingetragen und jetzt behaupten Sie, dass wir Betrüger sind. Ja, du rufst doch illegal an. Sie haben freiwillig Ihre Daten eingetragen und ich werde Sie jetzt von unserem System entfernen. Viel Erfolg für Sie. Oh, schön. Ja Mensch, er wird uns jetzt von seinem System entfernen. Oh, da habe ich aber Angst. Das ist aber böse von ihm. Kriegen wir wohl keine Anrufe mehr von seinem Callcenter. Doch, wahrscheinlich schon. Einfach nur Wahnsinn. Tja, er behauptet, dass ich mich da mitten in der Nacht selbst angemeldet habe. Interessant, habe ich tatsächlich nicht. Da habe ich geschlafen. Tja, aber kann ja funktionieren, ich weiß es nicht. Es wird einfach nur der Moment gewesen sein, wo sie die Daten weiterverkauft haben. Beziehungsweise die Daten im System bei sich eingetragen haben. Aber dann verstehe ich nicht, warum die dann überhaupt dieses Skript vorlesen, wenn der Kunde sich ja wirklich zum Teil nicht selbst dort angemeldet hat und es die dann einfach anrufen. Tja. Vielleicht stehen auch einfach nur die Daten da falsch drin, ich weiß es nicht. Und ich habe mich vorher auf einer anderen Webseite bei ihm angemeldet, tatsächlich, aber zu einem anderen Zeitpunkt.
Könnte ja auch sein, aber es fällt tatsächlich öfters mal auf, dass die sagen, ich hätte mich angemeldet, obwohl ich mich nicht angemeldet habe. Schon der absolute Wahnsinn, dass das überhaupt funktioniert. Aber es ist ja wie mit der Stromabzocke, die mit diesen Stromverträgen, wo man angeblich vor einem Jahr schon mal gewechselt hat. Die arbeiten ja auch so ähnlich. Naja, gucken wir mal ins nächste Gespräch. Guten Tag. Hallo, guten schönen guten Tag, Herr Sauber, Sie Peter. Hallo, hören Sie? Was möchten Sie denn? Sie haben gestern Bestellformular ausgeführt zum Produkt Eritron Active. Hm. Stimmt das? Ja. Gut, gestern haben Sie einander nicht gehört. Mein Kollege hat Sie angerufen. So, jetzt besser. Was denn? Passt. Haben Sie jetzt die Zeit? Kein Problem. Dann können wir Ihre Bestellung bestätigen, Herr Sauberfell. Hm. Sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? Ich? Ja. 29. 29. Sie sind jung. Eritron aktiv. Kapseln, das ist für die männliche Gesundheit. Welche Probleme möchten Sie lösen? Potenz stärken? Mhm. Geschlechtsverkehrsverlängerung müssen Sie verlängern, mhm. Penisvergrößerung, was ist für Sie wichtig? Ja, von allem ein bisschen. Ein bisschen. So, haben Sie gelesen, das ist ein naturelles Mittel und wir empfehlen also kurmäßige Anwendung, in diesem Fall 3 Kapseln pro Tag einzunehmen. Mhm. Sie können 2 Kapseln nach dem Mittagessen einnehmen, eine dazu nach dem Abendessen. Dieses Mittel ist ein innovatives Mittel, hilft viele Probleme mit männlicher Sexualität, erektiler Dysfunktion zu lösen. Dank der synergistischen Wirkung natürlicher Komponenten sorgt das Produkt für eine kräftige Durchblutung in den Schwellkörpern des Gliedes, was eine dauerhafte Erektion bringt, die Dauer des Geschlechtsverkehrs verlängert und die Empfindlichkeit beim Geschlechtsverkehr erhöht. So. Und bei der regelmäßigen Anwendung verbessert sexuelle Funktionalität, verjüngert den Körper und wirkt positiv auf die Ausdauer und das Nervensystem. Und Sie werden dann Langzeitwirkung erreichen. Also, welche Programme haben wir heute? Sonderangebot für einen Monat der Behandlung, 2 Packungen. Dazu bekommen Sie eine gratis für einen Monat der Behandlung. 103 Euro. Standardprogramm besteht aus 4 Packungen, eine darunter ist gratis, kostet 125 Euro, keine Versandkosten. So, und Sie haben keine starken Symptome und Sie sind jung, dann Sie können oder mit diesem Programm beginnen oder mit dem Standardprogramm. Dann werden wir schauen, ja, welche Ergebnisse werden Sie erreichen. Dann, wenn Sie später nachbestehen werden, dann werden Sie Rabatt auch haben. Dann sagen Sie bitte, 2 plus 1 gratis für einen Monat oder für 40 Tage möchten Sie haben? Das für 40 Tage. Für 40 Tage 3 plus 1 gratis, 150. Nur diesen Betrag werden Sie in Deutschland bezahlen. Wir arbeiten mit der UPS-Kurierdienst in Deutschland und Sie werden nächste Woche dann das an Ihre Adresse erhalten. Geben Sie bitte Ihre Postleitzahl. So. 1-2-0-5-5. Ja, ist korrekt? 1-2-0-1-5. Nee, 1-2-0-5-5. Ah, 5-5. Berlin. Gut. Wie heißt Ihre Straße, bitte? Braunschweiger Straße. Wie? Braunschweiger Straße. Erste Buchstabe? Na B. Warte, weiter. Aha, Braunschweiger Straße. Mhm. Ja, ist korrekt? Ja. Gut, wie? Nennen Sie bitte Hausnummer. Die Hausnummer ist die 35. 35, ich wiederhole das Ganze. Gut, Sie werden 4 Packungen erhalten zum Preis 125 Euro an Ihre Adresse Braunschweiger Straße, Hausnummer 35 in Berlin. Und Sie werden 3 Kapseln pro Tag einnehmen. Ja? Mhm. Gut. Sie heißen Peter, Ihr Nachname ist
Zauberfee. Gut, gut, alles klar. Dankeschön für ein angenehmes Gespräch. Schönen Tag, schönes Wochenende. Tschüss. Prima, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tja, wenn das Gespräch nicht so richtig schön abgelesen war vom Zettel. Tja, und nun schickt sie wieder Pillen zu. Irgendwie funktioniert das bei der Firma ja wirklich wie am Fließband. Mittlerweile nicht mehr so ganz so gut, mittlerweile haben sie da keinen Bock mehr drauf. Aber trotzdem, es ist gefährlich, was man da bestellt, denn man weiß nicht, was da drin ist. Die sagen zwar, dass man davon die Erektionsstörungen behoben bekommt, aber weiß man das genau? Eigentlich nicht. Aber jetzt bekommen wir hier direkt die Bestellbestätigung nochmal von der netten Firma. Ja, bitte. Sehr geehrter Kunde, Ihre Bestellung wird von unserer Logistik bearbeitet. Erwarten Sie eine Nachricht vom Kurier. Danke. Da ist er wieder, der gruselige Sprachautomat, der uns was vom Pferd erzählen will. Ja, aber auf jeden Fall war das der Rückruf von dem Mann, den ich hier nicht so richtig verstanden habe in der Leitung. Hat die nette Dame da wohl übernommen. Aber trotzdem ist es nicht seriöser als, naja, es wird nicht seriöser dadurch. Nur weil die sich um die Kunden quasi kümmern. Denn letztendlich, der Bestellprozess wurde auf der Webseite eigentlich ausgeführt. Nur dann konnte man nicht fertig abschließen und dann ruft jemand an. Dass das wohl nur dazu dienen soll, ja, dass man die Leute in der Scham hält, dass die ja aus peinlicher Berührtheit hier vielleicht direkt kaufen, ich weiß es nicht. Und jedes Mal mit der Gratispackung noch oben drauf. Oh Mann, also dass das nicht gesund sein kann. Ich glaube, hier kann man von Glück reden, wenn es gar keine Wirkungen hat. Also auch keine Nebenwirkungen. Denn, tja, man stopft da irgendwelche Tabletten in sich rein, wo keiner so genau weiß, was es ist. Und die ziemlich fragwürdig verkauft werden. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben, wenn ja. Schreibt gerne ein bisschen was in die Kommentare, was ihr über die netten Potenzmittel hier denkt, über diesen Verkauf am Telefon. Wer möchte, kann gerne den Kanal noch abonnieren. Am besten mit Klingelglöckchen, denn dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.